Bei den Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik im Stadion Lichterfelde ging es auch diesmal wieder darum, in den bekannten Disziplinen die neuen Leistungsstärken zu ermitteln. Super Wetter, perfekte äußere Voraussetzungen, die Ränge prall gefüllt, die Zuschauer gespannt. Beim Hochsprung der jungen Frauen U16 ist Alice Jakubasch vom SV Preußen Berlin die klare Favoritin. In mehreren Versuchen wird jedoch klar, es läuft nicht. So wie es soll, 1,69 Meter springt sie nur, muss man sagen. Libby Buda, die Nummer 205 von der SG Gaselan Fürstenwalde, springt mit 1,72 Meter lässig an ihr vorbei und landet damit auf dem ersten Platz. Beim Dreisprung der Frauen U20 geht es ums Ganze. Mara Häusler, die 404 vom 1. LAV Rostock, gibt hier als Favoritin und schlägt sich wacker. In mehreren Versuchen springt sie lässig an ihren Mitstreiterinnen vorbei. 12,63 Meter, damit gibt sich großem Abstand von Lea Marzina Dörries, der Zweitplatzierten, ab. Sie springt 12,03 Meter. Also für mich bedeutet die Teilnahme relativ viel. Also es sind die Norddeutschen Meisterschaften, die finden ja auch nur einmal im Jahr statt. Und es war für mich aber einfach nur ein Trainingswettkampf. Ich wollte einfach als Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften in Rostock den gerne nutzen. Und ja, genau, die Bedingungen waren voll in Ordnung. Ich hatte gut Rückenwind, aber leider habe ich das Brett nicht ganz getroffen. Ja. Bei den jungen Männern der U20 kommt es zu einer unglücklichen Überraschung. Nick Voischwil, der klare Favorit, wird bei einem 100 Meter Fehlstart disqualifiziert. Beim zweiten Start macht dann Fabian Linne hier in grüner Hose das Rennen. Der Mann von Werder Bremen gibt alles und landet bei einer Spitzenzeit von 10,77 Sekunden direkt auf dem obersten Treppchen. Ja, also ich fange erstmal an. Ich muss sagen, mein Start ist jetzt im Moment noch nicht so gut. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Deswegen versuche ich immer auf den Start dann zu achten und den Start gut zu machen. Hat inzwischen auch besser geklappt. Ja, war aber sonst okay. Und ja, der Lauf an sich war okay. Die Zeit ist gut, ausbaufähig. Und es ist natürlich schön, wenn man dann, wenn die Norddeutschen den Titel mitnimmt, ne? Bei den Männern, bei den jüngeren Männern der Altersklasse U16 gab es abschließend einen spannenden 3000-Meter-Lauf zu bestaunen. Benedikt Ehren vom SV Preußen Berlin lieferte sich mit Jan-Erik Büsing vom SC Poppenbüttel ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Büsing schaffte es doch noch, ihn zu überholen und den ersten Platz bis zur Ziellinie zu halten. Benedikt Ehren hat den zweiten Platz jedoch sicher bis zum Ende. Die beiden heben sich direkt zu Anfang uneinholbar weit von ihren Mitstreitern ab. Büsing ist dem Zweitplatzierten mit 9,45 Minuten 15 Sekunden am Ende voraus. Ja, es war natürlich sehr warm. Die Hitze war erdrückend und ich bin natürlich froh, dass ich gewonnen habe. Also, ich fand es auch sehr heiß und wir hatten gestern noch eine Tempoeinheit von unserem Training, bei unserem Training, und da waren die Beine schwer und erst dann nochmal die letzte Runde deutlich angezogen und dann ging es nicht mehr. Aber ich denke auch hauptsächlich, dass es ziemlich doll an der Hitze lag, deswegen ja. Wiederholt lieferten die Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik Wettkämpfe auf Spitzenniveau. Jeder, der nach diesem tollen Sport Ausschau halten wollte und eine super Atmosphäre gesucht hat, der war hier im Stadion Lichterfelde ganz klar an der richtigen Adresse.